Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu The Fisherman in Fishing Planet. Ich bin der Affenkönig Dämlich und es geht super schön weiter. Wir müssen nämlich nach Tschechien. Ich habe hier nur gewartet, damit wir mal gucken können, ob wir jetzt hier ein bisschen Kohle kriechen, wenn wir zurückreisen. Jawohl, wir haben eine Trophäenforelle gefangen. Das war eigentlich ganz cool im letzten Part. Part 5, glaube ich, genau, wir sind ja im sechsten Part. Und haben so ein paar kleine Sachen gelernt, ein paar kleine Techniken. Aber die Mission können wir leider noch nicht machen, weil uns dazu noch die Ausrüstung fehlt. Da brauchen wir nämlich die gute Spinnangel und die konnte ich jetzt hier ja nicht ausrüsten. Weil das ja alles noch Tutorial-Missionen sind. So, abenden laden. Was will er denn jetzt von uns? Okay, wir sollen uns Kleidung kaufen. Eine neue Angelbox oder was? Ja. So, holen wir uns die. Freilich, die haben wir jetzt. Und was sollen wir uns noch kaufen? Nichts anderes oder wie? Doch. Irgendwas wollt ihr noch von uns? Routenständer. Ach cool, ja, einen einzelnen. Ja, das ist cool. Holen wir uns den halt mal. Wir haben zwar jetzt auch, glaube ich, noch ein paar andere dabei, aber das ist erstmal ganz egal. Wir machen erstmal das, was sie uns hier sagen. So, Spinnrollen. Freilich. Oh. Dann nehme ich aber die beste hier. Oder sollen wir uns alle drei kaufen? Nee, gut. Das ist schon mal schön. Da haben wir uns jetzt die größte gekauft. Monophile Schnur. Schön, dass sie uns da auch die Wahl lassen. Nehmen wir natürlich auch die beste, ist doch klar. King's Heights, 500 Meter. Werden wir bestimmt noch öfters gebrauchen können. So, Futterkorb. Freilich. Immer schön dran, das Ding. Der offene Vierer. Zack, weg. So, dann rüsten wir uns jetzt mal die ganze Schoße aus. Es gibt keinen Platz für die neue Route, ja. Welche brauchen wir denn jetzt nicht? Das war die 1,5. Ich mach mal die Route hier weg. Das ist die leichtere von beiden. Zack. Ab ins Haus. Machen wir die. Du bist doch mal die Creek Pro aus. So. Und nun. Ab in den Rucksack. Sieht doch gar nicht schlecht aus, da können wir, würde ich sagen. Ach so, weil ich jetzt hier so viele. Ja, wir tun mal was verschieben. So, erstmal repariere ich die ganze Schoße, das ist klar. Bevor wir jetzt hier alles wegschmeißen. So, zack. Tun wir mal die schlechtesten erstmal weg. So, die auch noch weg. Dann haben wir uns ja die Espira Slim gekauft. Die Wams mal hier drauf. Die sieht geil aus, die Spule. Würde ich mir in echt auch gönnen. So, und hier haben wir ja. Was schmeißt man hier weg? Hier so eine leichte. Können wir hier mal wegschmeißen. Die andere auch noch weg. So, zack. Zack. Jawohl, die 02er ist unsere neue Größe. Hier, das haben wir alles schon bekommen. Mit diesem coolen Download-Code, den wir da bekommen haben für unsere ganzen Tarnklamotten und Jacken. Aber das machen wir später alles. Weil jetzt sind wir ja immer noch im Tutorial. So, wie sieht's aus? Was brauchen wir denn hier? Genau, unser offener Fieder dran. Schön Vorfach dran gebambelt. Vierer Haken. Oh, jetzt können wir hier mal schön auf Schleie gehen. So, Teigbälle. So, und ja, das war's doch schon. Sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Den Routenständer haben wir auch, glaube ich, noch. Oh, jetzt können wir uns hier im Futter anmischen, nehme ich an. So, mein Kater hat gerade genossen. Gesundheit, alter Genosse. So, Crimson Cold Water. Her damit. Mission erfüllt. Sehr schön. Haben wir die Ausrüstung schon mal. Richtig platzierte Bodenköder erhöhen ihre Chancen erheblich, Fische anzulocken. Einfach im Fieder mischen und auf den Biss warten.
In den Gewässern von Leslie Villa gibt es riesige Fischschwärme, die sie mit Bodenködern anlocken können. Freilich. Deswegen fahren wir jetzt auch dahin. Aber ich habe jetzt mal eine Idee. Ach nee, das bringt mir jetzt hier gar nichts, jetzt hier die andere Route aufzubauen. Ist Quark. So, da haben wir doch aber eine Lizenz, oder? So, hier Niver müssen wir, genau. Freilich, Motorboote sind uns auch erstmal egal. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee, wie ihr das von mir kennt. Ha! Es kommt auch noch ein kleines Video von Fishing Planet, die Ultimate Fishing Simulator. Also, wundert euch da nicht, weil ich habe da den letzten Part genannt. Sehr einfallsreich übrigens. Und habe jetzt aber noch was Kleines, Frisches, Fröhliches gefangen, was ich euch nicht vorenthalten will. Und da wird so, der Part wird nicht lange gehen. 2-3 Minütchen. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Ein kleines Video. So, und jetzt gehen wir hier mal angeln. Jetzt ist auch die ganze Online-Community mal dabei. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute hier gerade überhaupt sind. Drücke Sie Kreis, genau. Da können wir uns jetzt mal das Zeug zurechtmehren. Die können wir jetzt auch... Ach so, das können wir jetzt einfach so hier dran schmeißen. Ach, das ist ja cool. Das wusste ich ja doch gar nicht, dass das so geht. Da steht es auch gleich dran. Wasser 0,5 Kilo, 1 Kilogramm Gewicht. Jetzt mischen wir hier die ganze Tüte. Habt ihr einen Knall? Das machen wir nicht. Ach so, doch. Ich kann mir hier oben noch gar nichts mischen im Inventar hier irgendwo. Lasst uns das mal so probieren, weil da muss ich nicht alles nehmen. Da verarsche ich jetzt so praktisch das Spiel. Mal gucken, ob es... Nee, es geht wirklich nur. Nee, es geht nicht nur. Ich nehme mal 300 Gramm. Das ist so das Übliche, was ich immer genommen habe. So, hinzufügen. Was anderes haben wir jetzt eh nicht. Jetzt mischen wir mal die ganze Schose. Das müsste jetzt auch zählen, schätze ich mal, oder? Jetzt gehen wir mal hier auf unsere Route. Genau, und dann ist es nämlich jetzt hier drin, ne? Jawohl, so funktioniert es auch. Und Spiel verarscht. Sehr schön. So. Da hing er hin. Oh, schön, Leute. Das wird jetzt schön. Hier mal gucken, was wir da jetzt so schön auf Grund fangen können. Ich hätte aber mal meinen... Ich habe doch einen Rutenständer mit. Warten Sie, bis er wieder den Boden berührt. Ja, das macht er ja. Also müssen wir jetzt erstmal abwarten. Achso, und jetzt soll ich erstmal schnell reinholen. Warum auch immer. Um es einfach mal gemacht zu haben, wahrscheinlich. Gut, nochmal ein bisschen Grundmischung dran hier. Insgesamt 445 Gramm, natürlich mit Wasser. Das Zeug muss ja richtig fuchte sein. Sehr schön. Wie, nochmal einholen? Och nö. Nö, jetzt warte ich mal. Jetzt warten wir mal. Ja! Oh nee! Na, es dauert noch ein bisschen länger. Aber noch will der Fisch nicht. Noch will er nicht. Ach so, nee, gut, es gehört wirklich zur Mission. Ich sehe es gerade. Machen Sie einen Auswurf mit Grundfutter auf dem markierten Punkt 5-mal. Okay, dann machen wir das erstmal, um mal hier so ein bisschen Kindergarten abzuhaken. Okay, 10 Gramm macht er immer dran, sehe ich hier. Freilich, das funktioniert doch alles super gut.
Jetzt hier nochmal schön versinken lassen. Da ist tief. Da ist tief. So, bis auf den Grund ist er ja gesunken. Damit wir hier auch mal schön gleich was fangen können, machen wir es gleich auch noch ein viertes Mal. Ja, das mag halt manche vielleicht ein bisschen nerven, dass sie einen hier so an der Hand nehmen. Aber ich finde es, wie gesagt, gut. Habe ich ja schon ein paar Mal betont, dass ich das sehr, sehr geil finde. So lernen es halt auch Spieler, die das nie gespielt haben. Und das finde ich halt schon ganz geil. Und das ist halt schon, das macht den Einstieg schon wesentlich einfacher. Und da hinten die schöne Hütte, du. Oh, als Ferienhaus nicht schlecht. So, und unser letzter Auswurf. Danach werden wir doch hoffentlich mal was Schönes fangen können, hoffe ich. So, raus die Schoße. Ja! So, füttere die Stelle. Ah, okay. Das machen wir hier also. Wir füttern praktisch an. Clever, na gut. Mit der Methode habe ich auch noch nicht persönlich geangelt. Das würde ich aber auch gerne mal ausprobieren. Ich habe mir auch schon ein paar Futterkörbe gekauft. Mal schauen, ob das mal von Erfolg gekrönt ist bei mir. So, ich gehe mal mit der Schnur, mit der Bremse mal ein Stückchen hoch, weil die Fische werden jetzt hier nicht, werden es keine Riesen sein hier. So, da meldet sich auch schon einer, aber lass man erstmal schön wegziehen. Jetzt zieht er ab. Ach, ich habe halt vergessen, dass die Angel jetzt auch wirklich nicht so stark ist. Aber den haben wir schon mal gleich gehakt hier. So, Rotfeder, Karausche, Schleie. Mal schauen. Was waren hier noch drin? Kleine Karpfen vielleicht auch. Ich will es gerade gar nicht mehr. Güster oder irgendwas? Nee. Güster glaube ich nicht. Doch, Güster. Güster könnte auch drin sein. Auf jeden Fall haben wir hier mit der Angel schon wieder zu tun, so wie im letzten Part mit den Forellen. Das ging ja, war richtig krass. Oh, es ist schön. Ich liebe es. Und guckt euch mal diesen fein ausgebildeten Kork an, wie schön der aussieht hier. Wo wir einen Daumen drauf haben. Sieht gut aus. So, was haben wir denn hier? Na, freilich, Karpfenboy. Sogar nicht mal so ein ganz kleiner. 666 Kilogramm. Na, wenn das nichts über mich aussagt. 6, 6, 6. The number of the beast. Ihr wisst Bescheid. Junger, gewöhnlicher Karpfen. Na, freilich. Dich nehmen wir mit. So, füttere die Stelle großartig. Experimentieren Sie mit verschiedenen Mischungen und Lockstoffen, um herauszufinden, was am besten funktioniert. Sehr schön. Verwenden Sie einen Rutenständer, um mit mehr als einer Rute gleichzeitig zu fischen. Mit mehreren Ruten gleichzeitig können Sie die Wasserstraße viel schneller erkunden und viel mehr Fische fangen. Na, ja, das ist doch klar. Das ist doch klar. So. Dann holen wir uns mal hier noch was. Angelzubehör. Oh, hier im teuren Laden oder was am Gewässer. Das ist doch schweineteuer. So, freilich. Ich hole gleich mir noch die andere Glocke hier. Können wir eh gebrauchen. So. Und gleich mal ausgerüstetes Vieh. Nehmen wir gleich mal die etwas stärkere für die Route hier. So. Ach nee, stimmt, ich muss ja die andere ausrüsten. Fertig. Und wieder abfischen. So, genau, da haben wir doch irgendwo den Rutenständer. Einzelrutenständer, genau. So. Wo steckt man dich denn rein? Ah, sehr schön. Das sieht zwar ein bisschen seltsam aus. Das stimmt aber nicht hier. Aber ganz egal.
Nur schön rausgeworfen. Das ist natürlich wie immer der halbe Mieter. Zarreli, zack. Abgelegt. Und dann tut sich das alles von alleine hier. Dann können wir nämlich unsere andere Route noch nehmen, der Omnifloat. Da haben wir ja eine Grille dran. Wie tief sind wir denn? 1,39. Das scheint mir hier ein bisschen viel zu sein. Gehen wir mal auf Meter hier, schön an die Seerosen. Da wird sich schon was melden. So, wir beobachten die Spitze. Wir können ja dann aber hier gleich... Wir haben ja nur das eine, also müsste es ja dann dementsprechend auch die 1 sein. Ist ja klar. Und dann holen wir das Ding wieder rein. Wenn es jetzt hier richtig zur Sache geht. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwie Fische drin sind, die Heuschrecken mögen, aber das werden wir ja jetzt herausfinden. Zur Not einfach ein bisschen Teig dran gemacht und dann funktioniert das auch. Aber noch beißt hier kein Fisch. Hätte jetzt gedacht, es geht ein bisschen schneller. Fahren Sie Karpfen oder Spiegelkarpfen mit Rutenständer? Fahren. Nicht fangen, sondern fahren. Schön. Ja, ich fahre mal auf den Karpfen umher. So, sagen wir, hat sich jetzt hier jemand auf den Steg geschlichen? Ich habe auch schon was gehört. Oh, der Enge! Natürlich. Behalt mal. So, ich lasse die Rute mal kurz draußen, oder? Ja, natürlich! Unterwassergegenstände. Sehr schön, da haben wir wieder einen Coin bekommen. Also ich gehe mal auf die leeren Hände, vielleicht. Hä? Was war denn das jetzt? Leute, ich habe jetzt eigentlich gar nichts so richtig gedrückt. Also, ich wollte jetzt eigentlich nur meine andere Rute wegpacken. Aber vielleicht müssen wir hier einfach warten. Vielleicht müssen wir einfach warten. So, ist hier noch jemand oder bin ich jetzt hier alleine? Hat sich eben so angehört, als wäre hier jemand gelaufen. Schön, wie es oben in Insert steht. 666 Gramm. Gefällt mir. So, was ist denn nun, Herr Spiegelkarpfen? Können wir ja gleich mal gucken. Oh, der ist neu hier. Der europäische Schlammpeitzger. Der europäische Schlammpeitzer Miscurnus fossilis ist ein Süßwasserfisch aus der Familie von Schmerlen, der in den Gewässern Europas und Asiens verbreitet ist. Der Schlammpeitzer ist für seine Fähigkeit bekannt, ein Gewitter zu ahnen, da dieser Fisch bei einem Abfall des Atmosphärendrucks aufsteigt und aktiv an der Wasseroberfläche zu schwimmen anfängt. Diese Fische bevorzugen stille Gewässer, trübe Flüsse und sind sehr tolerant gegenüber niedrigem Sauerstoffgehalt. Der Schlammpeitzger ist durch eine gelbliche Farbe des Körpers mit langen Längsstreifen von brauner Farbe gekennzeichnet. Diese kleinen Fische überschreiten normalerweise nicht die Länge von 30 cm mit einem Höchstgewicht von 52 Gramm. Oh, Mückenlarven, Regenwurm, Tauwurm. Also was haben wir hier noch drin? Den gibt es schon mal in Trophäe, junge kleine Hechte, normale Flussbarsche, Güster, da haben wir sie, die normale, Karpfenjung, Rotauge in Trophäengröße, Schleie normal, Silberkrausche in Trophäe, Spiegelkarpfenjung. Ha! Spiegelkarpfen, der ist auch neu hier drinne. Ich glaube, der ist auch neu hier drin, oder? Ha, ich freue mich. Ich freue mich natürlich riesig. So, beobachten Sie die Spitze der Angelrute, um den Klang der Glocke zu hören. Aber noch klingelt hier gar nichts, weil der Herr Fisch da will nicht anbeißen. So, Warrior 2708.
Guten Tag, du hast die Herausforderung abgeschlossen, die ich auch schon hatte. Aber mir will es hier nicht weitergehen. Und ich sollte sie ablegen im Routenständer. Kann natürlich sein, wisst ihr, was hier sein könnte? Das kann ich jetzt nicht einstellen. Die Spitze ist zu hart eingestellt. Das könnte natürlich hier das Übel sein. Ich hole das Ding mal ganz kurz raus. Ich will das nochmal einstellen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Spitze einfach zu hart eingestellt ist. Kann natürlich eine Möglichkeit sein. Ah, da waren doch. Nee. Nee, ist auf 14 Gramm eingestellt, also eigentlich vollkommen IO, würde ich sagen. Vollkommen IO, vielleicht muss ich einfach. Ich probiere es noch ein letztes Mal. Ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, wenn es jetzt hier wirklich nicht funktionieren sollte. So, untergehen tut's und es ist auch ordentlich tief. Würde ich mal meinen. Aber ich höre auch. Normalerweise hat man doch das Glöckchen immer gehört, wenn man die abgelegt hat. Das ist ja auch ein schöner Routenständer, also kein nerviger. Der jetzt hier ständig rumpiepselt. Vielleicht hilft da eine schöne KW-Rüstung. Ich probier's mal. Herrlich. So, jetzt beißt doch mal an hier. Ach, Leute. Das könnte natürlich jetzt auch mein Fehler sein, dass ich einfach nicht mitgedacht habe. Was haben wir denn dran? Grieskugel, Mais, Erbsen, Erbsenmasse, Zuckermais, süße Erbsen, Marshmallows, krumme mit Honig, Bollies, Pellets. Und vielleicht sollten wir einfach mal einen anderen Köder dran machen. Kann das sein? Aber warum sagt uns denn das Spiel nicht? Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Weil wir haben ja immer noch die Teigbälle dran. Wobei, wir haben aber damit eigentlich auch unseren Karpfenboy gefangen. Und das würde es uns doch eigentlich sagen, nehme ich mal an, oder? So, wie sieht es denn aus? Wir haben ja mehrere Sachen noch. Hoffentlich. Naja, wir haben aber nichts. Nee, wir haben hier nur diese Teigbälle. Ja, Leute. Was machen wir nun? Ich habe irgendwie. Ich behalte das Ding jetzt mal in der Hand. Ich sollte zwar den Routenständer dorthin stellen, aber. Ne, ziehen Sie auf den Routenständer und platzieren Sie die Route auf dem Routenständer. Ja, das haben wir ja gemacht. Zack. Und jetzt beobachten Sie die Spitze der Angelrute. Und den Klang der Glocke. Ja, ich gucke ganz genau hin. Ich glaube, wir hängen da irgendwie in dem Backfeld. Nee, was? Wie jetzt? Auf einmal? Okay. Ich habe mich einfach noch nicht ganz genau an die Regeln gehalten. Oh, hoffentlich ein Spiegler. Ein schönen kleinen Spiegler. Das wäre was. Oh, es gibt ja auch noch viele Gewässer, wo ich doch gar nicht gewesen bin. Deswegen freue ich mich wirklich riesig, dass das Spiel jetzt hier endlich mal rausgekommen ist. Und bald geht's richtig zur Sache, Leute. Wenn wir dann mal richtig drinne sind hier, die Lizenzen einmal kaufen, nie wieder neu kaufen, da kann ich auch gleich mehrere Parts hintereinander machen an einem Gewässer. Und ach, das wird alles besser, glaubt mir. Es wird wunderbar und wunderschön. Dann können wir viel schöner die Jagd auf legendäre Oschis machen. Das wird richtig geil. Oh, Warrior 2708. Sehr schön. Silberkarausche in Trophäengröße. Nice. So, aber jetzt komm mal her. Das könnte schon ein Karpfen sein. Der kämpft wieder ganz schön gut. Und wir wissen ja, die Karpfenboys, die haben schon ganz schön Kraft.
So, wo bist du denn? Hör mal her, ja. So, aber jetzt. Ah, er lässt. Ah, er kämpft immer noch. Er kämpft weiter. Da ist er Zähler, Bruder. Komm her, ja, jetzt hast du verspielt. Auf jeden Fall sah es jetzt nicht so groß aus, aber. Er hat doch noch nicht verspielt. Er zieht C weiter. Ah, oh, komm her! Da weiß man doch gleich eine richtig gute Arie zu schätzen. Aber so ein Kampf macht natürlich auch richtig Spaß. Wenn man ein Gerät hat, womit man dann wirklich aufpassen muss und den Fisch richtig lange drehen muss. Mensch, das sind hier Kämpfe, du! Aber ich kann auch nicht wirklich mit der Stuhlbremse hochgehen. Das wird nämlich nichts. Sonst machst du mir alles in den Arsch. Da haben wir doch den alten Boy. Grüße dich, mein Freundchen. Freilich, ich behalte mal. So, hätten wir das auch geschafft. Und jetzt hätten wir auch unsere Mission hier abgeschlossen. Da können wir mal gucken, was es denn jetzt hier für Missionen gibt. Erkundung. Um ein echter Lessen Höhle-Entdecker zu werden, fangen Sie die aufgeführten Fische. Ja. Okay. Flussbarsch, Küster, Silberkarausch, Rotauge. Jawohl. Da bin ich doch dabei. Das ist prima. Okay. Dann machen wir das nämlich jetzt. Da haben wir hier einen auf Grund. So, da hänge ich mal ein Würmchen dran, um vielleicht gleich den Flussbarsch irgendwie auf den Leim zu rücken. Da hat es gespritzelt und gespratzelt. Hauen wir das Ding mal dahin. Gleich abgelegt. Sehr nice. Von der Neisigkeit her. Und jetzt machen wir uns die Omniflow zurecht. Heuschrecke würde ich sagen, lassen wir mal weg. Gehen jetzt hier auf. Lass uns mal nochmal Brot probieren. Da könnte man eigentlich auch eine schöne Rotfeder mit erreichen. Aber vielleicht sind wir dafür auch zu tief mit unserem Meter. Aber das werden wir ja sicherlich gleich feststellen. Nee, da ist der Haken aber auch ziemlich groß. Ich habe auch noch den einzelnen Schonhaken hier dran. An beiden Ruten scheint was dran zu sein. Aber es klingelt zumindest noch nicht hier. Jetzt ordnet schon wieder den Stress aus. Okay, dann holen wir erstmal die Rute rein. Ja! Ja, das könnte natürlich Kollege Flussbosch sein hier. So, gehe ich noch mal ein bisschen hoch. Nee, das. Oder das ist was anderes Kleines. Auf jeden Fall kriegt man den schon mal ganz gut raus. Das ist sehr schön. Ja! Gleich gezielt den Flussbosch gefangen. Oh, guckt mal, haben die hier nochmal die Flossen verändert beim europäischen Flussbarsch? Das sieht mir so aus. Guckt mal, wie stark gelb, orange bis ins Rötliche rein die Flossen sind. Da müsste ich nochmal gucken. Kann natürlich sein, ich irre mich jetzt hier, aber Mensch, das sieht schön aus. Gut, da hätten wir den schon mal. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, was wir noch brauchen. Was? Tackle entfernt? Was ist jetzt entfernt? Unsere Creek Pro. Was war denn jetzt? Ach, keine Ahnung. So, da spielt nämlich gar keine Rolle, ob wir hier ein Futter dran haben für einen Friedfisch. Das wird trotzdem vertilgt. So, machen wir mal Brot dran. Damit können wir vielleicht noch einige Friedfischarten hier landen. Ich hau hier auch gleich mal hier so ein bisschen dahinter. Müsste ja eigentlich auch funktionieren. Müsste ja ganz egal sein. Hier in dem Gewässer. So, aber hier haben wir ja die Chance so ein bisschen verpasst. Deswegen wollte ich einfach nochmal dahinter hauen. Da ist richtig viel los. Aber ach Mist, ich wollte doch
Natürlich, jetzt weiß ich auch, warum der Fisch weg ist. Ist natürlich viel zu groß der Haken gewählt. Außer, wir kriegen hier vielleicht einen Spiegler ran. Der würde natürlich sich auch den 1-0er Haken nehmen. Den ist das ganz egal. Da frisst das Ding einfach nein. So, und auch Dankeschön für die Kommentare auf die letzten Parts, egal bei Fishing Planet oder jetzt hier bei The Fisherman. Ich bedanke mich sehr, das freut mich auch sehr. Ich lese das auch immer gerne und versuche dann auch natürlich ganz schnell zu antworten. Da freue ich mich sehr. Das Sven hat geschrieben, das muss noch ein bisschen geübt werden mit meinem Rapfen, den ich da fangen wollte. Bei Fishing Planet beim letzten Part. Ja, hat leider nicht so funktioniert. Ich glaube, es hat einfach damit auch zu tun gehabt, dass es halt irgendwie dann schon zu spät war. Und in der Nacht ging das dann gleich gar nicht mehr. Ach komm, wir machen mal hier den großen Haken dran. Oder kann ich mir jetzt hier noch bestimmte Köder kaufen? Das kann ja natürlich auch sein. Was gibt's denn hier Schönes im Laden? So, Hammer, Hammer, Hammer. Ah, Krume mit Honig. Kaufen wir uns. Grießkugel, jawohl. Kaufen. Ah, kann man nicht kaufen. So, Maden können wir leider auch nicht kaufen. Frische Köder. Da ist nicht viel. Boilies und Pellets. Auch nichts. Okay. Dann würde ich jetzt aber sagen, hängen wir hier mal so eine Krume mit Honig dran. Schön. Anderen Haken dran gemacht. Auf 80 gegangen. Und dann kann die Chose losgehen. So, machen wir hier auch mal so einen Vierer Haken. Das sollte doch gut funktionieren. So, jetzt aber. Jetzt aber. So, bei der anderen Rute muss ich dann auch noch mal schauen. Bei der Grundrute. Da müsste ja theoretisch auch irgendwie nur ein anderer Köder dran. Was war es denn, was wir alles fangen mussten? Barsch, Rotfeder auf jeden Fall und Silberkarausche. Ja, die Silberkarausche könnten wir doch, weiß nicht, ob die auch eine Krume mit Honig haben will oder ob das nur der Karpfen haben will. Wir werden es austesten jetzt. Ich kann mir auch gut vorstellen, der Graubrei, der muss doch hier eigentlich auch sehr gut gehen. Na, eben wollten sie. Jetzt wird er nicht so risch. Ist zwar immer mal ein Fisch da und zeigt sich, aber es war schon geil im letzten Part in diesem kleinen Rocky Lake, wie wir da schön durchs Wasser schauen konnten. Ja, hier läuft jemand rum. Ich höre es ganz genau. Es ist bestimmt der Warrior. Der Ultimate Warrior. Nee, ich guck gleich mal, bevor wir jetzt hier wieder 3 Jahre weiter angeln. So, genau. Silberkarausche, Rotauge, Güster. Okay. Silberkarausche, Rotauge, Güster. Silberkarausche, Teigbälle. Nur ja, dann funktioniert das doch auch mit dem Teigball. Dann gehen wir jetzt erstmal auf die Silberkarausche. So, Teigball dran. Nochmal, freilich, klar. So, und raus mit dir. Raus. Alles raus, was keine Miete zahlt. So, und nun, das wäre doch jetzt optimal, um Karauschen hier zu fangen.
Vielleicht sollte ich auch einfach an eine etwas krautigere Stelle gehen. So, ich werde die Grundroute noch mal ausrichten. So, zack, reingeholt hier. Oh. Oh nee! Jetzt hat es nämlich schon gezuppelt. Ich wollte eigentlich nur die Schnur leicht reinholen. Ja, das ist dann. Da ist dann das Piepen natürlich hilfreicher, ist klar. Aber ich habe es ja auch von hier hinten gesehen, eigentlich. So, dann machen wir uns hier jetzt auch noch mal den Teig dran. Da hinten zum Schilf, jawohl. Ah, das war natürlich nichts, aber oh. Boah, hier ist es auch recht tief. Mal gucken, ob sich hier was meldet hier vorne. Ich glaube sie nicht so richtig, aber. Aber das hat doch gerade, hat es doch gezuppelt. Jetzt wieder nicht. Schade. Schade, schade, Pomade. Ja, ein paar Minütchen machen wir hier noch. Und jetzt ist schon gerne. Ich dachte jetzt so die Mission, das ist doch ein Klacks. Aber anscheinend ja doch nicht. So, her damit. Ist denn hier? Ist hier noch irgendwo Kraut? Sehe ich gar nicht. Hier muss doch irgendwo eine Karausche oder Rotauge oder Güster stehen. Das geht doch, gibt's doch gar nicht, dass die hier nicht sind. Es muss einfach so sein, meine lieben Damen und Herren. Und perfekte Zeit, das passt alles. Frühsommer, morgen 18 Grad, Wasser 14 Grad, das ist alles. Das ist alles durchdacht hier, Junge. Wir sind nicht zum Spaß hier. Wir wollen hier Fische fangen. Ja, jetzt haben wir uns. Bisschen aufgehangen hier. Ja, hier treibt man auf Grund, das bringt also auch nicht viel. So, dieses Moos möchte ich nicht haben. Nein, danke. So schön rausgezogen, Laichkräuter. Ja, super. Schöne Laichkräuter. Deswegen haben wir die auch wieder reingeharelt. Mit Familie Frosch sich hier nicht aufregen kann. Ja, los, komm, jetzt zieh aber mal richtig ab. Mal volle Banane. Oder ist der Haken immer noch zu groß? Steht denn da Güster, Silberkarausch, Rotauge, also. Und wenn die eh auf Teigbälle stehen, warum denn nicht hier? Tja, Leute, dann scheint es wohl hier. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Was war denn das schon wieder? Ich fange hier nur Mist, Leute. Ja, irgendwie scheint es hier nicht von Erfolg gekrönt zu sein. So. Ich würde jetzt gerne das Zeug mitnehmen, aber dazu muss er erstmal fertig sein. So.
So, hier steht er der Woche, ja. Ich gehe aber mal hier nie wahr. So. Rein da. So. Raus da. Muss doch klappen. Jetzt gehe ich am Stock hier langsam. Das ist wieder mein Glück hier. Ich weiß auch nicht. Ja, wer meine Parts schon lange verfolgt, der weiß, dass ich hier des Öfteren, ob es bei Fishing Planet war oder jetzt auch hier, immer mal ziemlich viel in der Kacke hänge und irgendwie nicht weiterkomme. Obwohl ich allem Anschein nach eigentlich nichts super verkehrt mache. Weil wir hatten ja jetzt vorher auch den Viererhaken drauf und ich meine, damit haben wir Karpfen und alles Mögliche gefangen. Dann müsste man damit ja eigentlich auch die anderen Fische fangen können. An der anderen Route. Jetzt! Jetzt haben wir auch schon was. Das hat doch jetzt gleich richtig geklingelt. Okay, Leute. Den holen wir auf jeden Fall noch raus. Aber das scheint mir so, als wäre das wahrscheinlich wieder Kollege Karpfen. Weil ich glaube nicht, dass eine Silberkarausche, außer es wäre eine große, uns hier solche Probleme macht. Eine Güster auch nicht und ein Rotauge erst recht nicht. Wir kommen ja hier. Ja, jetzt hat er verspielt. Nee, noch nicht ganz. Er gibt noch nicht ganz auf. Aber gleich. Gleich ist es soweit, meine Damen und Herren. Dann sehen wir hier Fischi McFischestein. So, leider schon echt auch immer die Fische rein hier. Wie bekloppt er. Ja! Mein Kumpel lacht sich immer ein drittes Loch in den Arsch. Nein, ich mache nur Spaß. Natürlich mache ich nur Spaß. So, aber der Kollege hier, der lässt nicht mit sich spaßen. So viel steht schon mal fest. Komm her hier, ich bin nicht mehr Flanellhemd Johnny, den du hier irgendwie verarschen kannst. Ich bin jetzt Tarnjacken Udo. Oh, da hinten die Sonne, herrlich. Scheint mir schon auf dem Pelz. 7 Uhr und die Temperatur ist schon um 5 Grad gestiegen. Seitdem ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt habe. Naja, jetzt kommt eben doch die Sonne raus, gell? Hinterm Baumwipfeln kommt sie vor. Oh, der Bruder, du, der kämpft wieder. Da denkst du wieder, das ist eine 15 Kilo Welt. Das liegt ja auch an der Angel, ist ja klar. Naja, das muss ein Karpfen sein, wenn der so kämpft hier an unserer anderen Route war auch was dran, aber da konnte ich mich ja jetzt nun mal nicht drum kümmern. So, jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Oh, einfach nur nach oben und leiern. Und leiern. Spring noch einmal. Jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt haben wir ihn gleich. Komm her, Coyote. Oh, nee, jetzt zieht er noch mal raus. Es scheint ein ganz schönes Bürschchen zu sein, für diese Route zumindest. Naja, aber so macht es auch Spaß, ein Part abzuschließen. Wo bist du denn nur? Ich kriege ihn nicht raus, Leute. Ich kriege ihn nicht raus. Stimmt doch irgendwas nicht. Ich krieg den Kerl nicht. Hä? Ich krieg nicht hochgeladen. Ne, freilich. Ne, freilich. 850 Gramm. Ne, das ist schon ein bisschen viel hier für die Route. Aber 148 Öcken. Aber leider haben wir dich nicht gebraucht. Naja, egal. Das machen wir alles im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und schaltet wieder ein, wenn es heißt The Fisherman.